Hi, ihr daheim gebliebenen. Oh, hier gibt es eine schöne Erkundungstour am Donnersberg. Vor mir der Max. Wir fahren diese scheiß steilen Forstweg schon zum zweiten Mal hoch. Ca. 15% Steigung. Unten haben wir 13% gemessen. Das ist aber etwas steiler hier. Schätzung die 15-16% Steigung geplant sind. Ca. 1300 Höhenmeter. Absolut meine Schmerzgrenze. Was Höhenmeter angeht. Wird also für mich eine Tour hart am Limit. Und ich hasse Max. Ich hasse ihn dafür. Ich hasse ihn. Wie kann der da hochfahren? So. Kamera läuft jetzt. Ist das gleich schon mal wiederholen? Also, 7%? Also, laut Garmin, zwischendurch habe ich mal die aus der Tasche genommen, waren es 24% Steigung. Das kommt ganz gut hin, weil der Flo hat abgekackt. Ja, doch. Die Leine ist gut. Die geht. Ja, geht. Ja, wir müssen auf die Kids kurz warten. Oh ja, die Stufe ist hässlich. Ja, und die zweite dahinter sieht nicht besser aus. Also die hier. Ja, die musst du halt ziehen. Aber, also du könntest auch, wenn du ganz mutig bist, hier. Guck mal, hier geht's auch noch zur Not. Ja, da ist eher Angst mit dem Pedal. Nee, wenn du ihn richtig nimmst, nicht. Aber der ist halt schon. Flo. Der ist halt schon. Also er ist abrollbar, Tatsache. Ha? Obere Stufe, stehe ich mit dem Rad drauf, Vorderrad ist schon ohne. Ja, das ist halt genau das, was heftig ist. Wenn Pech, gibt's einen Arschkack. Na gut, wenn du ihn locker nimmst, nicht. Heute. Ja, ja. Das sah schon. Ja, passt. Das, ja, aber also das, so passt. Mit dem rechten Pedal, das sieht schon eng aus. Oh. Gehen Sie weiter, Schwart. Nee, der Flow ist jetzt raus. Okay, das hätte ich wissen müssen. Ich habe extra leichter Gang gebrüllt. Nee, ich habe nichts gehört. Wäre vielleicht sogar Inline besser gewesen. Vorsicht, Stange rechts. Stange, ah ja. Ja, gut. Da sind wir schon ohne dann, ne? Okay. Ja, du wärst sogar Alternativlein gewesen. Ja, nein! Oh. Oh, super! Aber ganz ehrlich, der war mega Bock. Da hätten wir auch von der. Du hättest oben lang fahren können und nach oben eine Runde ziehen.
Flo und sein Ego. Ey, wenn man schon so was Neues hat, mit dem man sich rausfordern kann, dann testen wir mal. Oh, Stückchen. So, weil es hier so rein. Das Aufsetzen hin. Ich müsste dann direkt vorne wieder loslassen und losrollen. Und das habe ich halt noch nicht so drin im Kopf. Dieses Umsetzen und direkt weiterrollen. Wieder der Nuff. Guten Tag. Dankeschön. Guten Tag. Es hat mich gerade dezent ausgehebelt. Alter, was war das? Aber hey, die Löcher, das waren eben. Dezent ausgehebelt gerade. Ich bin in ein und dachte so, fuck, ich war so ein bisschen oben, so voll komprimiert einmal rein und dann kam die Wurzel. Papa, Alter! Hätte es jetzt echt so nicht erwartet. Oh, 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 oh. Ah. Was denn das? Sehr schön. Pervers gut. Ja, hab schon gesehen. Danke. Jo. Aber mal so ein Trail blind knallen macht schon Spaß. Nicht schon wieder. Wer gibt jetzt einer aus? Aber ihr fahrt ja eine langweiligen Wege. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal.
Jo. Eine Pfütze mit O. Nass. Hui. Wow. Kopfweg. Na, weiter, weiter, weiter. Boah, ich finde es sau schön hier. Jetzt haben wir eine andere Tour. Nicht nur die ganze Zeit Wald, 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 Wald. Das ist mal fahren. Ja, und irgendwo dahin auf dem Berg waren wir. Downhill! Yes! Downhill! Flach machen auf dem Rad! Ja, Baby! Mach Platz mit einem dicken Lenker! Oh, ich komm! Ja. Boah, lecker Kuhgeruch! Was ist das da vorne, Fabrütsche? Was sagt Navi? Navi sagt, Lichter. Aber wir können hier hoch oder bitte fahren die nächste. Wir laufen hier kurz die Treppe. Okay. Steht da irgendwas von Imsbach? 4,5 Kilometer. Langenmeil. Windweiler. Kirchheim-Bolanden. 24 Kilometer. Alter, hopp, schieben wir kurz noch. Ach, ich hänge mit meiner Hose. Au. Da, ich glaube, das da drüber ist so. Siehst du dort? Ja. Am Fels? Ja, ja. Das ist die Burg. Vermute ich mal. Ganz ehrlich, lass mal vor zum Stein gehen und hier kurz Rast machen, oder? Welchen Stein?
da vorne. Achso, doch. Ja, gut, komm, von jetzt machen wir hier auch Rast. Wurde eine Naturreserve eigentlich. Na, da oben ist auch nochmal was. Werden hier noch Bänke kommen, ich denke. Ich denke schon, damit hier noch ein paar Bänke kommen. Na ja, dann fahren wir. Wir rollen mal und gucken. Gut, bevor es aufhört. Okay. Vielleicht finden wir noch was mit Schatten. Na, da. Oder hier so an der Hang. Noch so ein bisschen Schatten. Schatten würde ich nicht. Also, wir können uns hier einen Hang setzen. War ich klar? Also, ich würde mich sogar die Fahrräder hier reinlegen und mich da oben setzen. Kann man machen. Guck mal hier rechts. Ist doch richtig schöne Aussicht. Ja, genau deswegen würde ich jetzt auch hier noch. Ja, gut, machen wir so. Dann mache ich meins hier nebenhin. Weißt du, wie es halt immer so viel? Die abgestandene Energie. Ja, ist halt ohne Kohlensäure, deswegen gut in die Flaschenwasser rein. War eine geile Idee hier. Hier anzuhalten jetzt nochmal. Ich glaube, so eine Aussicht kriegen wir jetzt nicht nochmal. Vielleicht noch auf der anderen Seite, aber. Keine Ahnung. Maximal noch drüben in der Schlucht vielleicht, was noch gut sein könnte. Ja, aber dann bist du ja schon wieder halb raus. Dann guckst du schon wieder viel mehr nach vorne rüber. Später nochmal hoch auf die Kupferhütte. Der letzte Anstieg wird heftig werden. Und dann nochmal hoch an der Eisernen Mantel hätten wir glaube ich schon mal Aussicht. Und dann Village Abfahrt. Wir fahren jetzt quasi hier rum, hinten nochmal runter und von hinten wieder hoch und dann nochmal runter. Wir fahren jetzt hier runter ins Tal und dann fahren wir links wieder am Hang schon vorbei. Und